Hallo und ein herzliches Servus, ich bin der Luca von Brick-A-Brack und heute schauen wir uns gemeinsam hier den LEGO Technic 42122 Jeep Wrangler an, brandneu erschienen, 665 Teilchen laut Bricklink, Jeep Lizenz, also Wrangler Rubicon steht drauf und das sind Aufkleber gleich vorweg. Wir haben auch bedruckte Teile, das ist schön, aber wir haben den Großteil an Aufkleber, darüber reden wir gleich noch. Ich werde das Review ein bisschen zweiteilen. Wir reden zuerst über Funktionen des Sets, also ich zeige sie euch, sagen wir es so, ich zeige euch zuerst die Funktion und dann reden wir darüber, was ich von dem Set so halte. Und ich werde den Titel wahrscheinlich dementsprechend benennen, gibt es ein paar Punkte zu bereden. Also wir schauen mal, womit hat das Ganze angefangen. Das hier ist die Box, die kleine Technikbox ist die gleiche wie zum Beispiel vom Top Gear Rally Auto oder auch vom McLaren Sienna. Kurz die Rückseite, hier ein paar Fakten zum Original Jeep. Witziges Detail finde ich bei der Box hier so, dass quasi die Winde vorne hier das Bild ein bisschen hochzieht. Finde ich ganz interessant gemacht. Ist ein kleiner Gag, ist einfach nett, wenn man sieht. Ist, glaube ich, gar nicht so oft entdeckt worden noch. Dann haben wir hier eine Anleitung, relativ dünn für 600 Teile in der Technikwelt. Also, wie viele Seiten haben wir? 117. Ja, sind immer noch genug. Hinten halt Teileliste, bisschen an Werbung für die anderen Sets. Wir haben einen Aufkleberbogen, bei dem ich nicht alle Aufkleber tatsächlich angebracht habe. Hier, das gehört auf die Sitze innen drin. Die habe ich mir erspart. Das wollte ich mir dann noch nicht antun. Den Rest habe ich aufgeklebt. Alles, was irgendwie mit der Lizenz zu tun hat, mit Jeep, mit Wrangler, wird durch die Aufkleber gelöst. Es ist so ein bisschen, naja, aber wir haben vorne Gott sei Dank auch bedruckte Teile. Ich zeige euch das Modell direkt mal in der Übersicht. Also hier mal von der einen Seite, ich hoffe der Fokus geht drauf. Hier mal von vorne über das Design und so reden wir natürlich auch gleich. Mal von der Seite wieder, von hinten, mal von oben drauf gelinst. Und zu guter Letzt mal von unten. Und da haben wir schon ein erstes Thema, worüber wir reden müssen. Könnt ihr euch noch erinnern, damals als der hier auf den Markt kam, wie sehr der zerrissen wurde, dass der unten so extrem bunt ist? Ich kann sie nicht auseinanderhalten, die sind beide gleich bunt unten drunter. Ich weiß es nicht, was soll ich tun, helft mir irgendwie. Also, ich meine, hier ist 300 Teile mehr haben wir hier in etwa, also im Vergleich zu dem hier. Also ich finde es hier dreimal bunter, dreimal schlimmer als hier bei dem. Hier habe ich wirklich viel, viel Grau dabei. Hier, ja, zwei Liftarme sehe ich auf den ersten Moment hier ein bisschen. Und ja, blau, rot, orange, gelb, wieder rot. Das normale Blau, dann, ja, gelb. Okay, gelb ist die Karosserie. Also es ist... Machen wir es kurz, es sind viele, viele bunte Farben, die es meiner Meinung nach hier nicht gebraucht hätte. Ihr habt vielleicht noch das Bild vom Dodge Charger im Kopf, wie der unten rum aussah. Da haben wir uns darüber aufgeregt, dass zwei Liftarme in Gelb dabei waren. Jo. So viel zum Thema, früher war alles besser, aber genug. Das ist Sarkasmus für den ersten Moment. Wir messen ihn mal aus. Dann haben wir hier 26 cm, 12,5 und Breite. Ja, wo ist er am breitesten? Hier auch 12. Handlich, klein, kompakt für 600 irgendwas Teile. Also von der Größe her passt. Von der Größe her finde ich es vollkommen okay. Ist ein nettes Set. Hat Spaß gemacht zum Aufbauen, muss ich sagen. Also interessant zu bauen. Und ja. Zeigen wir einmal die Funktionen, schauen wir sie uns durch, was wir alles haben. Zum einen, wir haben hier eine Lenkung. Ihr seht es hier oben, das ist dieses Zahnrad hier, darüber wird die Lenkung betätigt. Der Lenkeinschlag, ihr seht das, das ist minimal. Das ist ein bisschen, also ihr seht, wohin der lenkt. Also ich kann mal hier anfangen. Ich habe keine Ahnung, ob er hier, okay, er schafft es nicht mal ganz einen Halbkreis. Also der Lenkeinschlag ist minimal und der Wendekreis ist gigantisch. Finde ich bei einem Modell der Größe eigentlich nicht wirklich gut. Ich mische eh schon wieder meine persönliche Meinung rein. Ich zeige euch, ich sollte euch eigentlich nur die Funktionen zeigen. Also wir haben die Lenkung, wie gesagt. Dann haben wir hier vorne eine Möglichkeit, dass wir die Motorhaube aufklappen können. Hier auf der Seite Aufkleber, oben drauf Aufkleber.
Könnt ihr mal reinschauen. Und wir haben einen Motor angedeutet. Auch das wurde mittels Aufkleber gelöst. Hier vorne, Gott sei Dank. Der Kühlergrill, der markante Kühlergrill von Jeep, das sind Gott sei Dank Prints. Das finde ich sehr cool, dass man das hier bedruckt hat. Finde ich cool, gefällt mir sehr gut. Dann haben wir vorne eine Seilwinde, die können wir einfach rausziehen. Also da gibt es keinen Stopper, nichts in irgendeiner Art und Weise. Und das dann hier über das Zahnrad vorne wieder reinkurbeln. Aber hier ist genug Friction drauf, dass das nicht sofort nur beim bloßen Anschauen direkt auseinanderfällt. Oder hier man das ohne Probleme gleich rausziehen würde. Also ein bisschen Widerstand ist dabei. So, das hat sich natürlich verheddert. Okay, was haben wir noch? Wir haben hier auf der Seite die Möglichkeit, dass wir die Türen aufklappen können. Könnt ihr mal reinschauen. In der Mitte die Achse, die für Lenkung zuständig ist. Wir haben ein Lenkrad hier auf dieser Seite, dass wir ein bisschen in der Höhe variieren können. Ich hoffe, da fällt genug Licht rein. Ansonsten dreht sich das Lenkrad nicht mit. Beim Armaturenbrett, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, sind auch Aufkleber drauf, das Ganze ein bisschen angedeutet. Ja, ist okay. Dann wären wir beim vorderen Teil mal fertig. Schauen wir, was haben wir hinten noch. Wir haben hier eine Rückbank. Kann man auch umklappen, also je nachdem, ob man den Jeep lieber mit Ladefläche gern hätte oder mit Rückbank. Also eigentlich über die Hebel wird das Ganze dann hochgeklappt. Funktioniert ganz gut, passt soweit. Also Rückbank hinten drin. Rückspiegel hinten, Reserverad, die Räder sind neu. Das sind quasi die hier in klein. Ich finde die irgendwie also ganz niedlich. Also auch hier nochmal Größenvergleich. Ich reiße hier gerade das ganze Regal ein. Also ich finde es irgendwie süß. Also die sind so groß wie hier die Felge. Das finde ich irgendwie, das ist so der kleine Bruder. Der große und der kleine Bruder machen draußen sich irgendwie einen schönen Tag oben im Gelände rum. Ja, ich meine, der ist nicht ferngesteuert. Also, und es ist auch nicht vorgesehen, dass man den irgendwie mit Power Functions oder mit Control Plus nachrüsten kann. Überhaupt nicht. Der Platz hier ist jetzt auch nicht unbedingt gegeben, um das machen zu können. Motoren würde man vielleicht noch reinbekommen. Bei Akkubox sieht es schon eher kritisch aus, aber gibt sicher auch findige Bastler unter euch, die sich da was ausdenken. Also, damit hätten wir den oberen Teil mal und wir haben eine Funktion noch, nämlich eine Federung. Die Federung beschränkt sich im Wesentlichen darauf, dass wenn ich hier halte, der zurück in die Ausgangsposition federt. Das ist die Federung. Wir haben zwei Pendelachsen, einmal vorne, die ist nicht gefedert, und einmal hinten, die ist jetzt auch nicht so gefedert, dass man die ganze Achse federn kann, sondern eben eine Pendelachse, das heißt, die schwingt nur wieder zurück in die Ausgangsposition. Ich zeige euch das mal. Also das ist die ganze Federung. Das sind die Funktionen. Das kann er. Damit könnten wir jetzt per se eigentlich schon durch sein. Aber ich muss mit euch noch drüber reden. Also wo fangen wir an? Wir fangen vorne an bei der Seilwinde. Hier wurde ja schon die erste Kritik laut eigentlich. Warum hat das keinen Stopper? Warum kann ich das immer weiter rausziehen? Und warum muss ich das dann hier vorne direkt wieder reinkurbeln? Ohne eine Übersetzung oder ohne irgendeinen Stopper eben. Zum Beispiel wie es hier beim Land Rover der Fall ist. Da wäre noch Verbesserungspotenzial da, auf jeden Fall. Vor allem, und da hat sich, ich zeige euch das Bild nochmal zum Vergleich, hier der Designer mit Photoshop ordentlich ausgetobt, denn, wie ihr seht, seht ihr durch. Ich hoffe, also mein Auge hier winkt mal durch, mein Auge winkt mal durch, ich bin, oh, halleluja, heute ist aber wieder was los. Also, ich kriege hier zwei Finger, wären sie lang genug, ohne Probleme durch, der Platz ist gegeben. Damit kommen wir zum nächsten. Platz ist gegeben. Hier ist kein Motor drin. Also hier ist einer angedeutet mit einem Aufkleber. Ich glaube, so wenig Motor in einem Modell, bei dem trotzdem ein Motor dabei sein sollte, hatten wir bisher auch noch nie. Okay, jetzt kann man wieder sagen, der Platz ist jetzt nicht extrem groß. Vielleicht hätte man da auch nicht den großen, also die großen Zylinder reinbekommen, die eben, was weiß ich, bei Mercedes Arocs zum Beispiel drin sind. Ich verlinke euch hier oben mal ein Video, das geht rüber zu Zero Bricks, ein YouTuber, ein Technik-YouTuber, der hat sich hier mal dran gewagt und das Modell nach seinen Vorstellungen verbessert. Einer der Verbesserungsschritte war zum Beispiel hier einen Motor reinzubauen. Ich glaube, es war ein V6.
Und zwar nicht mit den Technikachsen gelöst, wie wir es aus dem Land Rover kennen, sondern über die ganz kleinen Pins, über diese, haben wir die hier dabei irgendwo, dass ich sie euch zeigen kann. Sehe ich sie gerade nicht. Also die ganz kleinen, wo oben nur noch eine Noppe ist, also in hellgrau. Hellgrau unten, normaler Pin, oben Noppenaufnahme. Mit denen hat der einen Motor nachgebaut. Das wäre hier möglich gewesen, ja. Und wir kriegen das. Am Anfang, wo ich das Set gekauft habe und wo ich auch in meinem Technik-News-Video darüber geredet habe, war ich eigentlich noch ganz begeistert von dem Set. Ihr merkt, das ist so ein bisschen zwiespältiger geworden, das Gefühl, was das Set hier anbelangt. Man findet immer mehr Fehler, je länger man sich damit beschäftigt. Und damit kommen wir zum nächsten, die Türen. Es ist löblich, dass das Modell Türen hat. Es ist leider Gottes nicht mehr selbstverständlich und das ist schon traurig genug. Aber wir können die Türen aufmachen. Bisschen sehr weit, okay. Noch kein großer Grund zur Besorgnis, auch dass sich die Außenspiegel, weil sie hier am selben Pin sitzen, immer ein bisschen, aber nie so ganz mitbewegen, auch noch gegeben. Aber das gleiche Thema, was wir hier vorne schon hatten mit dem Durchschauen, ich hoffe, ihr seht das. Also auch hier wieder mein Gesicht, mein Auge im Hintergrund, aber das sollte eigentlich zu sehen sein. Man kann unter der Türe durchschauen. Warum kann man unter einer Türe hier durchschauen? Bitte, das erinnert mich an die Toilettenräume in meiner ehemaligen Schule, aber das gehört nicht in einen Jeep Wrangler rein. Ich verstehe es nicht. Warum kann ich hier durchschauen? Ich habe mir zuerst, wo ich die Tür gebaut habe, mir gedacht, ja, stabile Konstruktion hier auf zwei Pins aufgehängt. Also das ist echt stabil. Überhaupt kein Thema. Und es fällt auch nicht so wie beim 42077er Rally Car einfach so nach unten raus, wenn man die Tür, also wenn man das Modell so hochhebt. Aber irgendwann merkt man halt, wenn man das aufmacht, Moment, da fehlt ein ganzer Liftarm. Und es ist echt kein Problem, da hier was zu ergänzen. Ich meine, ihr seht, es sind zwei Löcher noch frei. Drei sogar. Also zweimal Löcher, einmal Achsaufnahme, um hier noch einen Liftarm zu ergänzen. Das wäre echt nicht die Welt gewesen. Ich verstehe es nicht. Hier hat man einfach einen Liftarm, ich muss es leider sagen, weggespart. Ganz einfach weggespart. Kann man nicht sagen, dass man hier nicht bei 665 Teilen nicht 670 Teile draus gemacht hätte, wenn zwei Liftarme und ein paar Pins noch dazugegeben hätte. Das erschließt sich mir nicht wirklich. Auch hier haben wir wieder, also es gibt natürlich hier einen guten Blick frei auf die Technik. Das ist auch wieder löblich. Auf der anderen Seite führt das dann halt die Idee einer Ladefläche ein bisschen ad absurdum, wenn man hier wieder komplett durchgreifen kann. Ihr seht meine Finger hier, also ich kann durchgreifen. Auch hier wieder. Wir schauen uns die Federung an. Also, das ist sie. Das ist alles, was man federn kann. Ich finde die Idee prinzipiell cool, wie das hinten gelöst wurde hier mit der Technik. Ich nehme da auch mal einen Reifen ab, um euch das zu zeigen. Hier übrigens, das ist der Reifen. Kurz in die Kamera gehalten. Also, ich finde die cool. Die gefallen mir. Passt von der Größe. Innen drin so ein bisschen Chrom, Metallic. Ich weiß da die genaue Farbe jetzt leider nicht. Schreibt mir es da gerne in die Kommentare, falls ihr sie jetzt wisst. Ich finde die Idee, wie gesagt, der Federung cool. So hätte sie mindestens im 4270 drin sein müssen. Mindestens. Wie gesagt, ich finde es schade, man kann die ganze Achse nicht federn. Es gibt auch hier kein Differential. Also wir haben weder Allrad noch Front noch Heckantrieb, nichts. Jedes Rad dreht für sich alleine. Habe ich schon erwähnt, dass Zero Bricks einen Allradantrieb reingebaut hat? Mit Federung vorne und hinten, bei dem die ganze Achse gefedert wird? So viel zum Thema Potenzial, ja. Also ich bin heute sehr sarkastisch unterwegs, ich weiß es, aber man kann hier auf Fehlersuche gehen und das unterscheidet das Ding hier zum Beispiel vom Mercedes Arox. Man findet Fehler ohne Ende. Ich kann es nicht anders sagen. Also man hat entweder ein bisschen was weggespart oder ich war von dem Modell vorher echt angetan, aber mittlerweile, ihr seht es ja selber, also es gibt wirklich extrem viel zu verbessern und dass die Verbesserungen, dass das möglich gewesen wäre, direkt einzubauen, das zeigt euch Zero Bricks. Schaut euch das Video an, das ist der Hammer, was der zusammengestellt hat. Also, worauf beschränkt sich die Feder? Ich hoffe, ihr seht da ein bisschen rein. Ihr seht hinten die Federbeine und die gehen hier und sind auf diesen weißen Teilen hier aufgehängt. Ich hoffe, man sieht das ein bisschen. Das bewegt sich immer so ein bisschen rauf und runter. Sind flexibel gelagert, das heißt, damit das eine in die Höhe geht, sag's euch hier mal ein bisschen überspitzt. Ich hoffe, man kann das sehen. Wenn das eine in die Höhe geht, wird das andere Fokus. So. Das andere runtergezogen. Ich hoffe, ihr seht die Technik dahinter.
Finde ich prinzipiell super. Federung, die wir so, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, also so noch nie hatten, finde ich eine gute Idee. Wie gesagt, hätte in den 1470 rein müssen, unbedingt, weil die gleiche Pendelachse. Natürlich traurig, dass wir hier vorne keine Federung haben, weil ich meine, hier wäre ja auch kein Platz vorne oder so. Aber das als Federweg, ihr seht, das ist der Federweg. Das ist eine Plate, eine Fliese, also ein halber Lift am Platz. Das ist mein Federweg. Die Feder, ich habe keine Ahnung, ob ihr es seht, wahrscheinlich eher nicht. Ich kann hier zwar keinen Zollstock dazu halten, aber die Feder federt genau einen Millimeter weit rein. Für einen Millimeter Federung hat man hier zweimal die gelben harten Federn genommen, in der Hoffnung, man hat was Cooles. Ja, wir hatten alle die Hoffnung. Ich auch. Wie gesagt, ich finde es als prinzipiell nicht schlecht, aber so ist es halt verbesserungswürdig. Ich sag's mal so, verbesserungswürdig. Hier vorne ja auch. Also hier ist nichts. Das wackelt rum. Ich finde es einfach schade. Abschließendes Thema, die Lenkung. Also man muss hier oben kaum das Zahnrad bewegen und der Lenkeinschlag vorne ist schon gegeben. Auch hier hätte ich mir ein bisschen andere Übersetzung gewünscht. Und was auch noch ein Thema ist, ihr habt es vielleicht gerade gesehen. Ich lenke hier hinten friedlich und die Federung bewegt sich mit. Auch hier wieder von der Lenkung eine coole Bautechnik an und für sich gelöst. Also finde ich nicht schlecht gelöst, aber auch hier zeigt sich, dass es nicht unbedingt vorteilhaft ist, sie genau hier in der Art und Weise einzubauen, in Verbindung ohne Federung. Finde ich einfach schade, denn ihr seht hier vorne, wie sich das bewegt. Zumindest hoffe ich es, wenn der Fokus wieder drauf geht. Und nehmen wir das hier weg. So, solltet ihr eigentlich besser reinsehen. Wieder Fokus. Also, da gibt es hier, Moment, einen Bereich. So, also das oben, das gelbe Ding schiebt sich hin und her und damit sollte eigentlich auch die Lenkung betätigt werden. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Dadurch, dass das jetzt auf einen Drehteller gelagert ist, wackelt das einfach nur durch die Gegend. Ich weiß es doch auch nicht, also. Ich muss es ehrlich sagen, ich bin dezent enttäuscht von dem Set. Also, und dann sind wir auch bei dem Thema, für wen ist das Set jetzt eigentlich gedacht? Für Fans von Jeep, die es einmal aufbauen und nur ins Regal stellen? Okay. Auch für Fans von Geländewagen, die es einmal aufbauen und ins Regal stellen? Okay. Zähle ich mich eigentlich auch dazu? Also, ich stelle es auch am liebsten ins Regal. Also, klar, also ich spiele schon auch damit, gerade mit den ferngesteuerten Modellen. Aber hier, also. Bei dem Wendekreis irgendwie brauchst du ein ganzes Wohnzimmer, um einmal zu wenden. Also das tue ich mir dann auch nicht an, dass ich damit Fußboden da jetzt rumhantiere damit. Aber vielleicht gefällt das den einen oder anderen für euch. Ich würde es eher noch empfehlen, auch für kleine Geschwisterchen. Der große Bruder oder die große Schwester baut das zusammen und gibt es dann dem kleinen Geschwisterchen. Das Ding ist an und für sich stabil. Also ich kann es hochnehmen, wo ich will. Da fällt nichts ab. Das ist der Vorteil von dem Ding hier und bei Technik. Dass hier wenig bis nichts abfällt und der spielt dann damit. Einfach so wie ein normales Modellauto. Dafür ist es natürlich schade, dass man hier eine Jeep-Lizenz genommen hat, die das Modell natürlich nochmal teurer gemacht hat. Also ohne Jeep-Lizenz hätten wir es hier 5 Euro mindestens gespart. Grundsätzlich Listenpreis 50 Euro, kauft es nicht für 50 Euro. Ich habe es für 35 Euro, habe ich das Set gekauft. Dafür finde ich es noch einigermaßen okay. Für das, was es bietet. Es ist halt von der Grundidee, finde ich es gut gedacht. Man hat ein paar nette Bautechniken, Federung, Lenkung und so weiter. Aber es gibt einfach eklatante Fehler, eklatante Versäumnisse, die man definitiv besser hätte machen können. Das war hoffentlich noch Deutsch. CS0 Bricks. Ich finde es richtig genial, was er da draus gemacht hat. Aber in der Art und Weise, es schreit fast nach einer Verbesserung. So in der Form finde ich es einfach nicht so überzeugend wie andere Sets. Das wäre jetzt mal meine Meinung dazu. Ich weiß, das Video war sehr viel Sarkasmus und ich glaube, ich habe noch nie ein Set so zerrissen, was ich mir gekauft habe, als dieses hier. Aber so ist es halt. Man weiß es natürlich vorher auch nicht, bevor man es nicht gekauft hat und aufgebaut hat. Wie gesagt, Aufbau hat Spaß gemacht. Also, wenn man einfach nur Technik bauen möchte und man steht auf Geländewagen, bitte gerne go for it. Also, dafür ist es empfehlenswert für 35 Euro und drunter, aber die Funktionen überzeugen einfach nicht. Das finde ich schade. Schreibt mir eure Meinung, was ihr dazu sagt, gerne unten drunter in die Kommentare. Das Video wurde jetzt, glaube ich, auch, ich schaue mal auf die Kamera, 20 Minuten, relativ lang.
Falls ihr doch bis hierhin durchgehalten habt, dann kann ich euch abschließend noch alles Gute wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss und Servus, euer Luca von Brick a Break. Ciao.